Ich denke, das Geräusch ist allen hier wohl bekannt und euch dürfte klar sein, worum es jetzt geht, nämlich Rauchmelder. Ja, diese kleinen Dinger, die eigentlich ja recht wichtig sind, aber in 99% der Fälle einem mehr auf die Nüsse gehen, als dass sie helfen. Naja. Ich hatte da schon vor langer Zeit für Abhilfe gesorgt. Bei mir, da sind die Rauchmelder in einem Netzwerk drin. Also nicht Ethernet-Netzwerk, sondern was selbstgebasteltes. Das kümmert sich zum einen zentral um die Stromversorgung. Das heißt, es gibt ein zentrales Netzteil. Das sorgt dafür, dass die Dinger dauerhaft Strom haben. Und dann haben die alle nochmal lokal Akku. Entsprechend, dass auch bei Stromausfall oder irgendwelchen anderen Problemen die Rauchmelder noch eine gewisse Zeit lang weiter funktionieren. Und was dieses Netzwerk auch macht, es wird regelmäßig geprüft, dass die Dinger auch noch funktionieren und gegebenenfalls, wenn ein Alarm ist, das Ganze auch passend weitergeleitet, sodass man es mitbekommt. Gibt natürlich noch ein kleines Sternchen. Inzwischen gibt's in dem Bundesland, wo ich wohne, eine Rauchmelderpflicht. Das heißt, ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, zumindest in ein paar Räumen so zertifizierte Mistdinger noch dahin zu hängen. Die hängen dann jetzt einfach daneben. Wie gesagt, nur ein paar Räume und ja, wenn die netten Herren da unbedingt ihre mit Prüfsiegel versehenen Dinger haben wollen, dann sollen sie sie kriegen. Am Ende gehe ich davon aus, dass meine, ja, in Anführungszeichen manipulierten Melder, die nicht mehr zugelassen sind, sicher zuverlässiger arbeiten als die Deckenbeulen, die meistens aus dem Laden kommen. Denn sind wir ehrlich, diese Rauchmelder, die kommen in Privathaushalten meistens in exakt drei Varianten vor. Die erste Variante, ich habe das Ding gerade erst aufgenommen, deswegen funktioniert es. Die zweite Variante, irgendwann hat das Ding mal irgendeinen Mist gebaut und deswegen hängt's nicht mehr und ja, müsste man mal wieder festmachen. Und die dritte Variante, ja, der ist halt da. Aber ja, das in der Anleitung mit diesem monatlich vorgeschriebenen Test oder teilweise sogar wöchentlich vorgeschriebenen Test. Ja, das hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht, ne? Aber schweifen wir mal nicht zu weit ab. Hier geht es ja ein bisschen so eigentlich um Technik. Und wenn alles funktionieren würde, dann würde ich jetzt hier kein Video machen. Also, worum geht's genau? Ja, hier dieses Rauchmelder-Netzwerk läuft zwar, aber ich habe noch ein paar andere Räume, die ich primär als Lager nutze. Da ist zwar nicht wirklich viel, was einen Brand auslösen kann, aber naja, wenn ich Murphy irgendwie Steine in den Weg legen kann, dann habe ich da keine Einwände. Bisher hängen da halt normale handelsübliche Rauchmelder und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da wieder hinkomme und feststelle, Moment mal, müsste denn nicht ab und zu blinken? Ja super, in der Zwischenzeit leer gelaufen, keiner gemerkt. Mäh. Und selbst wenn sie funktionieren, was habe ich davon, wenn da ein Rauchmelder losgeht, dass das jemand hört, das ist dann doch eher Glücksfall. Das hier ist halt kein Hochhaus oder sowas, wo man direkt Nachbartür an Tür hat. Also da hätte ich gerne was Besseres. Sprich, eine Lösung, was die Stromsituation irgendwie verbessert und gleichzeitig bei Alarmen und so über das Internet das Ganze an mich weiterleiten kann, sodass ich da gegebenenfalls mal einen Blick drauf werfen kann, ob wirklich ein Problem vorliegt und ja, gegebenenfalls reagieren kann. Theoretisch könnte ich jetzt natürlich mein altes Konzept wiederverwenden, aber da kommt so ein kleines Problem ins Spiel. Ja, die Installation, die ihr eben gesehen habt, da habt ihr auch wahrscheinlich die schönen Holzdecken gesehen. Ja, die sind oben drüber hohl. Das heißt, da war es auch kein Problem, Kabel zu verlegen. Hey, der Rauchmelder hängt an der Decke, Kabel nach oben und da ist freie Fläche. Da kann ich die Kabel legen, wie ich will. Das ist überhaupt kein Problem. Hier ist das schon problematischer, weil Betonwand, Betondecke, da muss man sich jedes Löschelchen für ein Kabel mit ziemlich viel Aufwand erkaufen. Und ja, ich dürfte zwar bohren, aber das, wie gesagt, Aufwand und ich bin faul, ne? Also versuchen wir mal hier diese Rauchmelder irgendwie drahtlos hinzukriegen. Mein Plan wäre daher, irgendwie einen Akku dran zu machen, der möglichst lange hält und einfach zu wechseln ist. Irgendeine Funkschnittstelle, die die Rauchmelder mit einer Zentrale vernetzen und ja, dann eine dauerhafte Überwachung, die mir Bescheid sagt, A, Alarm da, B, klappt das Ding noch? Und C, wie sieht's denn mit dem Akku aus? Ist der irgendwie so in der nächsten Zeit mal wieder zu wechseln? Ja, und ich denke, ich werde hingehen und werde hier diese, ja, ich schätze mal vom Text her würde ich sagen, französischen oder sowas in die Richtung holen. Einfach weil mir die besser gefallen. Die haben nämlich diesen riesen Knopf in der Mitte. Der ist nämlich, wie wir sehen können, nicht nur für Tests, sondern auch für Hasch. Das heißt also, wenn das Ding loslatscht und Krach macht, dann kann man einmal draufdrücken und das Ding ist wieder ruhig. Das ist bei mir schon mal sehr gut. Ich glaube zwar nicht, dass die deutsche Zulassung haben, aber wie gesagt, wenn ich fertig bin, ist die eh erloschen, von daher. Und ja, ich würde sagen, wir gucken erst einmal rein, was wir denn da haben. Und wir haben erst einmal hier, wie ich sehe, drei Schrauben.
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Meine meisten sind geklippt, aber gut, gehen wir mal Schraubenzieher suchen. Okay, und da haben wir dann auch das Innenleben. Wir sehen hier auf der Oberseite das böse Teil, der Piezo, also der, das Ding, was den Krach macht. Und im Inneren, wenn wir schauen, da haben wir das Übliche, was man so in dem Teil erwarten. Wir haben hier die Batterie, die reingeht. An der Stelle, da sitzt der Buzzer. Die LED, der Taster in der Mitte. Wir haben hier noch ein Poti. Da kann man dann wahrscheinlich noch ein bisschen was einstellen. Und hier das Wichtigste, das ist die Kammer, in der der Rauch erkannt wird. Hier in Deutschland werdet ihr fast nur hier die finden. Das sind photooptische. Es gibt auch noch ionisierende, müssten die heißen. Die arbeiten aber mit radioaktiven Materialien. In Amerika sieht man die noch ab und zu, aber die sind verbreiteter. Und ich würde sagen, wenn wir das hier schon haben, dann gucken wir auch direkt mal, wie das funktioniert. Und dazu geht's an den Theoriebildschirm. Ja, und wenn wir den Deckel da abnehmen, dann sieht das Ganze ungefähr hier so aus. Das Erste, was uns auffällt, naja, der Rand, den wir außenrum haben, das ist kein richtiger Rand, sondern das sind irgendwie so ineinander verschachtelte, hohle Dreiecke oder, ja, Winkel. Was hat's denn damit auf sich? Nun ja, das Erste sollte relativ klar sein. Wir haben ja hier zwischen den Winkeln Platz. Das heißt also, von außen Luft kann recht ungehindert in diese Kammer, die wir innen drin haben, reinkommen und natürlich auch wieder raus. Etwas schwerer tut sich allerdings Licht. Licht geht relativ schlecht um die Ecke, das heißt, das meiste Licht, was von draußen kommt, das kommt nicht da rein, mal davon abgesehen, dass ja auch noch ein Deckel drauf ist und üblicherweise das Gehäuse drum ist. Also sehr wenig Licht in der Kammer. Also, was haben wir nun? Wir haben eine dunkle Kammer mit der Luft von draußen. In der Kammer selber haben wir dann noch ein paar Sachen. Das erste wäre hier oben dieser Plastiksteg. Der hat eine relativ wichtige Funktion. Wofür der ist, das seht ihr gleich. Außerdem haben wir diese zwei Kästchen noch, die viereckigen. Das ist die eigentliche Elektronik und ja, das sind zwei Teile. Ich weiß jetzt nicht, was was ist, deswegen rate ich einfach mal und sage hier rechts das ist eine LED. Der Typ von LED, der ist eigentlich relativ egal, aber ich gehe mal davon aus, dass das eher in Richtung Infrarot oder so geht. Die sind üblicherweise relativ effizient und Stromverbrauch ist bei so einem Rauchmelder ja auch relativ wichtig. Ja, und wenn das eine LED ist, was könnte dann die andere Seite sein? Ja, wahrscheinlich das Gegenstück, ein entsprechender Lichtsensor. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass hier das Licht rauskommt aus der LED, ja, dann kommt unser Steg zum Einsatz. Denn hier oben in der Ecke, da kommt das Licht nicht weit. Nach unten aber schon, da kommen wir ja bis zum Rand. Das heißt also, wir beleuchten jetzt quasi hier diesen Teil der Kammer, aber es geht kein Licht in Richtung vom Sensor. Der Sensor bleibt also erstmal recht dunkel, weil die Wand, die schluckt ja quasi auch das Licht wieder. Und ja, sonst ist nicht viel da. Wenn jetzt allerdings von draußen mit der Luft irgendwelche Aerosole, also irgendwelche Partikel in der Luft, wie zum Beispiel halt der Brandrauch reinkommen, naja, was passiert denn dann? Guckt morgens mal aus dem Fenster, je nach Wetter werdet ihr das ganz schnell sehen. Nennt sich dann Nebel. Wir haben die Partikel in der Luft und die streuen das Licht in alle Richtungen. Das heißt also, alles wird plötzlich hell. Man kann nicht mehr viel sehen, aber die LED, die eigentlich ja gar nicht bis zum Sensor kommt, die wird jetzt in Richtung auch vom Sensor rüber reflektiert. Und entsprechend kann der Sensor sagen, Moment, da ist sehr viel Licht. Hier muss irgendwas sein, was entsprechend das Licht da reflektiert oder streut. Wir machen besser mal Alarm. Wenn dann durch frische Luft entsprechend die Partikel wieder weggehen, die können ja mit der Luft wieder üblicherweise rausgehen aus der Kammer, dann wird auch der Sensor nicht mehr ausgelöst und das Ding gibt Ruhe. Es gibt noch einen zweiten Trick, der hier benutzt wird, und zwar die Kammer ist nicht perfekt. Es kann ein bisschen Licht von draußen doch noch reinkommen. Wir haben ein bisschen Reflexion von den Kanten. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Staub in der Luft immer. Das heißt also, bei unserem Sensor kommt immer ein bisschen was an. Das wird er erstmal ignorieren und wird da keinen Alarm draus machen. Aber er wird es auch nicht komplett verwerfen, sondern er wird sagen, okay, da kommt was an, passt schon. Wenn jetzt gar nichts mehr ankommt oder zu wenig ankommt, dann hingegen sagt der Rauchmelder, Moment mal, das kann nicht stimmen. Entweder ist meine LED kaputt. Oder mein Lichtsensor hat eine Macke, ich sag besser mal Bescheid, bei mir ist wahrscheinlich was kaputt und ich kann nicht mehr zuverlässig arbeiten. Ihr seht also nicht viel Technik drin in so einem Rauchmelder, aber hey, sie funktionieren relativ zuverlässig. Wechseln wir dann auf die Rückseite, dann sieht das hier so aus. Wir haben, wie wir sehen können, einen Chip, der hier unter einem Schirm drunter ist. Und ich würde mal sagen, das
biegen wir uns einfach mal hier weg. Das scheint lose zu sein. Dann können wir hier entsprechend auch alles sehen. Das sind die Typennummer CS210-5GO oder so ähnlich. Und dann gucken wir mal, ob wir dazu irgendwas finden. Prinzipiell, das wird eine All-in-One-Lösung sein. Ja, wenn wir im Internet nach der Nummer suchen, die auf dem Chip draufsteht, diese CS2105, dann finden wir hier den CC-Block. Ja, kleines, unbedeutendes Block, was aber in dem Fall hier ziemlich weiterhilft. Ja, er hat offensichtlich nahezu dasselbe vorgehabt wie ich, wenn auch schon ein bisschen früher. Und schreibt hier, das Ding wäre PIN-kompatibel mit einem Chip, nämlich dem MC145010. Und das ist natürlich schon mal ganz gut, denn das heißt, wir finden dazu auch ein Datenblatt. Interessant dazu, dieser Chip, also der 145010 und somit auch unser Chip, der hat einen IO-Pin und damit können wir unter anderem den Alarm erkennen und so. Ja, er hat es jetzt hier zum Beispiel in einen Arduino eingeschweißt und schickt damit irgendwelche E-Mails. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung, hab dann weitergesucht, bin hier bei Instructables rausgekommen, ein Beitrag von RedXine. Und ja, auch er hat hier einen Rauchmelder entsprechend zerlegt, ist auf Ähnliches gestoßen, erklärt hier auch nochmal die ganzen Sachen, wie das funktioniert. Und was hier ganz praktisch ist, er hat eine Liste gemacht, also einmal auch hier dieses I.O. nochmal aus dem Datenblatt rauskopiert und hat eine Liste von allen ICs, die PIN-kompatibel sind. Und ihr seht, das ist eine relativ große, das ist dieser CES irgendwas und auch hier diese ganzen Chips. Die sind alle PIN-kompatibel mit diesem MC irgendwas, den wir da eben hatten. Und das ist natürlich praktisch für mich, weil das scheint fast so, als ob hier dieser Chip mehr oder weniger ein Standard ist, der nahezu überall zum Einsatz kommt. Das heißt, ich dürfte auch, wenn ich später mal andere Rauchmelder nachkaufen muss, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit hier einen passenden Chip bekommen, der den entsprechenden I.O. oder AUX-Pin hat, womit wir dann anbinden können. Aber genug von irgendwelchen Blogbeiträgen. Gucken wir doch mal ins Datenblatt, wenn wir wissen, dass es dieser MC ist. Und ja, Photoelectric Smoke Detector IC with IO klingt gut. Und das Datenblatt, das sagt uns einige sehr interessante Sachen. Zum einen sagt es uns hier, wir haben einen IO-Pin. Da können wir bis zu 40 Units kombinieren. Also bis zu 40 Rauchmelder können wir da untereinander vernetzen. Ich wette, ich kann mehr, weil wir haben ja einen Mikrocontroller dran. Damit haben wir nicht diese ganzen Impedanzprobleme. Dann steht drin, das Ganze ist gedacht für eine 9-Volt-Batterie. Ja, soweit waren wir, denke ich schon. Es steht drin, dass er theoretisch bis 6 Volt arbeiten kann. Also alles über 6 Volt gibt verlässliche Ergebnisse. Wobei ich da mal einen Stern dran mache, denn ja, ich habe die Befürchtung, dass da der Low-Voltage-Alarm gesetzt werden kann. Und was ich auch noch interessant finde, wir haben hier eine Angabe zur Chip-Komplexität. Also wir haben 2000 FETs, 12 NPN-Transistoren, 16 Widerstände und 10 Kondensatoren in dem Chip. Okay, das sind Angaben, die findet man auch eher selten heutzutage in Datenblättern. Ansonsten, wir haben hier den Average Supply Current, 12 Mikroampere, Operating Voltage Range 6 bis 12 Volt, passt. Und entsprechend auch ein Blockdiagramm, was für uns aber relativ interessant ist. Das ist wie gesagt dieser IO-Pin und wenn wir da ein bisschen runtergehen, dann haben wir hier auch eine Pin-Beschreibung, unter anderem Pin 7 IO. Und hier ist genau beschrieben, was der macht. Er macht nämlich einen High-Pegel, wenn ein Alarm auftritt. Ansonsten ist der Hochimpedanz und prüft alle etwa 625 Millisekunden, ob ein Signal da ist. Und das liegt daran, dass das ja I.O. ist, also Eingang und Ausgang. Ausgang hatten wir für den Alarm. Eingang heißt, wenn wir einen High-Pegel anlegen an diesen Pin, dann löst der auch lokal den Alarmton aus, allerdings ohne LED, sodass wir sozusagen alle dieser Rauchmelder Alarm geben lassen können, wenn irgendwo ein Rauchalarm auftritt. Auch haben wir hier beschrieben Pin 15, den Low Supply Trip, das heißt also den Batterieleeralarm. Und wir sehen, das wird über eine Formel hier mit zwei Widerständen gesetzt. Wir hatten ja schon gesehen, wir sind über 6 Volt auf jeden Fall. Und ja, wir könnten zwar jetzt hingehen, könnten hier die Widerstände tauschen, um uns da noch ein bisschen mehr Strom rauszuholen. Aber ehrlich gesagt, dafür fehlt mir die Lust. Da versuche ich doch lieber, das anders irgendwie zu lösen. Und was auch noch ganz praktisch ist, wir haben hier die Timing-Diagramme, wann er was macht. Wir können hier auf Standby gucken. Haben die ganzen Zeiten, zum Beispiel hier die Zeit 2 zwischen dem Blinken, haben wir die auch irgendwo beschrieben. Sieht nicht so aus, schade. Haben das Ganze auch nochmal hier für Smoke. Und als nächstes haben wir dann auch hier den typischen Aufbau mit Batteriepower. Und hier sehen wir auch die Visible LED. Wir haben hier die beiden Widerstände, die diesen Low Supply Gedönses da machen.
Wir haben unseren IO-Pin hier unten, der entsprechend da rausgeht. Und wie wir hier sehen, hier gibt es auch noch einen entsprechenden Kalibrierungsmodus. Den möchte ich aber möglichst umgehen, weil ja, das Ding ist ja schon kalibriert auf Rauch. Das soll möglichst alles beim Original bleiben. Gut, wir wissen grob, wie der Chip funktioniert. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob das dann auch in der Praxis funktioniert. Was ich gerne abfangen würde, das ist logischerweise der IO-Pin, um Alarm rauszukriegen, aber auch um entsprechend Alarm auslösen zu können. Ich werde wahrscheinlich den Testbutton mit dran machen, denn die Rauchmelder haben ja einen Ruhemodus, sage ich mal. Wenn Alarm ausgelöst wird und man drückt den Taster, wird das Ding stumm. Das klingt für mich sehr hilfreich, also holen wir den einmal. Und was ich auch noch holen werde, ist die LED. Die blinkt ja alle paar Sekunden. Ich denke, die werde ich dann entsprechend auch noch abfangen, einfach um nachzugucken, blinkt das Ding noch und so mit dem Mikrocontroller auch eine Art Lebenszeichen absetzen zu können. Okay, der Rauchmelder, der blinkt noch ab und zu, also er ist noch aktiv. Also kümmern wir uns mal um den Strom hier und ich würde sagen, wir machen mal den roten an das Ding hier. Nicht verwechseln. Bei der Batterie ist es ja andersrum, deswegen müssen wir hier aufpassen, dass wir den roten auf diesen großen Druckknopf da machen und entsprechend den Minuspol, ja, hier auch rot, auf den anderen. Gut, sollte funktionieren, dann gucken wir mal auf die LED. Ich gebe Strom drauf und an. Das sah gut aus, da hat es geblinkt. So, das sind im Moment 9 Volt. Das 9 Volt funktioniert, habe ich irgendwie schon so erwartet. Gehen wir mal runter auf 6 Volt und gucken, ob das funktioniert. Und ich glaube, ich hole mir erstmal ein Messgerät, denn dem Ding am Multimeter vertraue ich nicht auf 6 Volt. Jetzt. Okay, das sieht schlecht aus. Das sieht fast so aus, als ob er das nicht mag und entsprechend das als leere Batterie quittiert. Okay, das sieht besser aus. Wir sind jetzt bei 7,2 Volt und er ist stabil und beschwert sich nicht über die Batterie. Ja, und wenn wir von 7,2 Volt reden, dann werde ich wahrscheinlich einen ganz einfachen Weg gehen. Und der sieht hier so aus. Ja, ein einfacher Lithium-Akku mit 2 Zellen. Nennspannung 7,2 Volt, vollgeladen 8,4. Und wenn ich den direkt ranklemmen kann, ohne irgendeinen Schaltregler davor zu haben, das ist dann auch ganz gut für die Effizienz und somit Batterielaufzeit. Theoretisch kann man die hier zwar entladen bis auf 6 Volt runter, was ja dann entsprechend Low Battery Alarm hier auslösen würde. Aber hey, zum einen, wenn wir weniger Kapazität entladen, haben wir zwar nicht so eine hohe Laufzeit, aber der Akku hält länger. Und da haben wir noch einen zweiten Punkt. Um den rauszufinden, da müssen wir uns jetzt erstmal den Stromverbrauch vom Rauchmelder nochmal anschauen. Wir haben unten die Spannung, 7,2 Volt, oben der Strom, das sind jetzt ungefähr 3,5, 3,3 Mikroampere. Ab und zu, da sehen wir, da schnellt er so hoch, das ist er, wenn er blinkt und entsprechend auch die Messung macht. Aber das war ja zu erwarten. Um jetzt zu verstehen, was das hier in dem Fall für einen Vorteil bringt, na, dafür brauchen wir erstmal ein Datenblatt von einem Akku und da bin ich auf Granit gestoßen. Vernünftige Datenblätter für Lithium-Akkus scheint es irgendwie nicht mehr so wirklich zu geben. Fündig geworden bin ich hier auf einer Firma, die irgendwie wohl Power-Regulator-Zeugs herstellt. Und hier haben wir so eine Discharge-Curve, also eine Entladekurve. Und hier können wir schön sehen, das Verhältnis zwischen dem Discharge-Current, also dem Strom, den wir ziehen, und der Spannung. Gehen wir zum Beispiel mal aus, wir würden jetzt hier eine Zelle haben mit 2 Amperestunden, sagen wir mal, oder 1,8 oder sowas in die Richtung. Und wir würden jetzt mit einem C entladen, also mit 1,8 Ampere. Dann würden wir hier starten bei 4,2 Volt, würde direkt runterkrachen auf so knapp 3,95 oder so, würde dann hier entladen und wenn wir gucken, ja, 3,6, 3,4, also es geht relativ flach hier hinten runter. Wenn wir hingegen nur mit 0,2 C entladen, also mit einem wesentlich geringeren Strom, dann seht ihr hier in dem Mittelteil, das sinkt gar nicht so schnell, sondern wir haben relativ lange halten wir hier diese 3,7 Volt und erst ganz am Schluss, da fällt es dann rapide ab. Und naja, wir sind weit unter 0,2 C, das heißt unsere Kurve, die geht hier sehr, sehr, sehr lange gerade und ja, wenn die Kapazität weg ist, dann kracht es mehr oder weniger fast im 90 Grad Winkel nach unten. Das heißt für uns, wenn wir ziehen, dann sind wir sehr lange bei diesen 3,7 Volt. Und wenn wir unter die 3,7 Volt runterfallen, dann ist quasi nichts mehr an Kapazität in der Zelle drin. Für 2 Zellen, ja was heißt das? Bingo, 7,4 Volt. Und das war die Spannung, mit der ich eben getestet habe, ne?
Also, wir können im Prinzip die 7,4 Volt ohne Probleme benutzen und haben trotzdem fast die komplette Batteriekapazität bis zum Schluss. Fehlt natürlich noch die Ansteuerung, die ich gerne machen würde. Naja, erstes Problem für mich ist, ich hatte es ja eben schon angesprochen, deswegen auch der Akku, ich kann nicht wirklich Kabel legen. Die Räume, die sind mit Betonwänden, Betondecke ausgestattet. Das heißt, da ist jedes Kabel, was verlegt werden muss, ein Riesenaufwand. Deswegen, ja, klare Sache, wir müssen auf Funk gehen. Erste Ideen in dem Fall natürlich ganz klar der ESP8266. Aber ja, ich hatte es in anderen Videos ja auch schon mal gesagt, der ist vom Stromverbrauch jetzt nicht ganz so berauschend. Und außerdem, hey, ich habe noch eine Kiste ATmegas rumliegen. Das sind die ATmega 88. Nicht viel Speicher, nicht viel Funktion. Läuft noch nicht mal ein Arduino, soweit ich weiß, drauf. Also, wäre doch schön, wenn die mal wegkommen, ne? Außerdem, hey, kleiner Stromverbrauch. Gibt nur einen Haken. Wir brauchen noch was zum Funken. Und da kommen dann die hier ins Spiel. Zur NRF24L01. Davon habe ich halt auch noch ein paar rumliegen. Würde ich sagen, benutzen wir die ganz einfach. 2,4 GHz Transceiver. Brauchen keine Infrastruktur, dann kann ich mir irgendwo lokal da noch ein Ding hinstellen, der das Ganze dann empfängt, auswertet und so dann das Ganze zusammenfasst. Klingt im ersten Moment ein bisschen komplizierter, aber in dem Bereich, wo es hin soll, da ist auch gar kein flächendeckendes WLAN. Das heißt, ich müsste mir ohnehin eine neue Infrastruktur aufbauen. Und die NRFs haben ein höheres Linkbudget, das heißt also, die können mit mehr Störungen trotzdem noch eine hohe Reichweite erzielen. Was den Sleep-Modus angeht, naja, wir legen das Ding komplett schlafen. Wie wachen wir denn dann auf? Darüber. Die LED hier, die gibt uns ja alle 30 Sekunden oder so ein kurzes Blinken. Ich würde sagen, wir nehmen uns das einfach und benutzen das als Aufwachsignal. Das heißt, alle 30 Ich-Sekunden wachen wir auf, können Dinge tun und entsprechend dann darauf reagieren. Und das Beste ist, wenn irgendwie Brandrauchgedönse erkannt wird, dann blinkt die natürlich schneller. Das heißt, wir wachen auch immer schneller wieder auf. Klingt nach einem Plan. Okay, würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. Geben wir erst einmal Strom auf das Ganze. Das geht hier. Okay, ihr habt es da unten in der Ecke unten rechts bestimmt schon blinken gesehen. Und meine erste Frage wäre jetzt, wenn ich den hier hole, den roten Pin und den gegen Plus halte, dann sollte der Alarm aktiviert werden. Gucken wir mal, ob das geht. Und das sieht gut aus. Der Probemodus ist an. Es blinkt entsprechend. Also, wir können den Taster auf jeden Fall schon mal steuern. Soweit, so gut. Nächstes bräuchten wir dann eine LED. Gucken wir mal, ob wir da was haben. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir mal den Alarm loslaufen. Ich drücke jetzt einfach mal den Taster, dann sollte eigentlich die LED mit angehen. Und das, ja, definitiv an. Also wir bekommen an dem Pin, wie wir sehen, wenn ich drücke, eine Alarmmeldung raus. Das ist auch das, was ich erwartet habe. Das Zweite, was wir mit dem Pin machen können, ist, wir können den Pin gegen Plus, glaube ich, ziehen. Dann müsste er eigentlich auch den lokalen Alarm auslösen, aber soweit ich das gelesen habe im Datenblatt, nur den Buzzer, also nur den Ton, nicht die LED. Und wie ihr eventuell gemerkt habt, der Buzzer ist natürlich noch abgeklemmt, da ist im Moment nichts dran. Einfach um hier Ruhe zu haben, während ich am Testen bin. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich brauche jetzt mal gleich mehr Hände. Ihr seht die LED wahrscheinlich da schon in meinen Fingern blinken. Jetzt machen wir die mal da dran und okay, LED bleibt aus. Die Onboard bleibt aus, die andere bleibt aus. Jetzt drücken wir mal und ja, okay, beide LEDs blinken, so war das gedacht. So, bereit zum Fluchen, der Buzzer ist dran, wie man unschwer hören kann. Ich wollte den Remote-Alarm, genau, den müssen wir auf Plus ziehen. So, Remote. Okay, das würde ich sagen, funktioniert. Per Remote löst er aus. Für die nächsten Tests werde ich hier einen ESP8266 auf so einem Node-MCU-Board benutzen. Hintergrund ist, der ATtiny wird am Schluss mit 3,3 Volt laufen. Das heißt, ich möchte jetzt hier auch mit 3,3 Volt testen. Und einen Arduino mit 3,3 Volt und USB-Schnittstelle habe ich gerade nicht da. Die ATtinys bräuchten ein Programmiergerät. Deswegen, das hier geht jetzt am praktischsten.
Und hier im Dunkeln verbirgt sich der nächste Schritt. Das hier ist ein Vierfach-Optokoppler. Das ist ein einfacher 847, also 817 in Vierfachgehäuse. Hier vorne haben wir eine Anbindung an den entsprechenden ESP8266. Und wenn ich jetzt hier mal den Ausgang auf die LED lege, dann sehen wir, im Moment ist hier ein kabellose. Jetzt geht das Ganze besser. Wir sehen jetzt hier entsprechend die LED blinken. Ja, doch, funktioniert. Immer so etwa eine Sekunde an, dann wieder aus. Jetzt holen wir mal hier den Widerstand und machen den entsprechend nicht hier an die LED. Das Ganze sollte Plus schalten. Das heißt also VCC, kein VCC. Und was brauchen wir nochmal, um hier hinten entsprechend unseren Taster zu schalten? Richtig, VCC, kein VCC. Und hinten seht ihr die LED. Sie blinkt. Jetzt ist die LED aus, an, aus, an, aus. Okay, das Interface scheint zu funktionieren. Also so können wir den Taster drücken. Jetzt noch die andere Richtung, nämlich die LED, die da drauf ist. Einmal abgreifen und gucken, dass der Arduino das lesen kann. Die LED, die ihr hier hinten seht, die gelbe, die ist jetzt unser Arduino und die sollte alle paar Sekunden eigentlich blinken, wenn auch der Rauchmelder blinkt. So. Okay, ich denke, es war zu sehen. Die LED in gelb leuchtet, die rote leuchtet. Also auch die Richtung klappt wunderbar. Ich denke mal, damit ist das Konzept zumindest mal soweit klar. Theoretisch könnte ich auch hier auf die Optokoppler komplett verzichten und das mit Transistoren lösen. Aber ich hatte mit dem alten Rauchmeldesystem, was ich hier schon in Betrieb habe, das auch schon mal versucht. Damals hatte ich da mit Transistoren ziemliche Probleme, weil Leckströme da den Mikrocontroller vom Rauchmelder durcheinander gebracht hatten. Und Optokoppler, zumindest mal für die Ausgänge, ist das auf jeden Fall kein Problem. Dafür sind die Rauchmelder ja vorgesehen, dass sie da entsprechend LEDs antreiben können. Und rein haben wir im Prinzip ja nur den I/O und den Taster. Das sollte eigentlich auch weniger Probleme mit den Dingern machen. Haben wir aber noch einen Punkt, und zwar die Stromversorgung. Ja, wir hatten ja schon festgestellt, wir können den Rauchmelder holen und den einfach direkt an den Akku ranhängen. Das passt dann schon irgendwie. Das heißt, der hier läuft dann mit seinen 8,4 Volt oder was wir da haben. Jetzt haben wir aber ja noch unseren AVR. Dieser AVR, den haben wir gesagt, den wollen wir mit 3,3 Volt laufen lassen. So, bei einem Arduino oder irgendwas ESP8266, da können wir meistens an Bord ja direkt irgendwie 8 Volt anklemmen und der regelt das intern. Ich habe aber den nackten Chip oder habe vor, einen nackten Chip zu verwenden. Also brauchen wir irgendwas Externes, was diesen Unterschied von 8,4 auf 3,3 Volt regelt. Jetzt könnten wir sagen, okay, who cares? Wir machen einfach einen Schaltregler hin. Das heißt also in unserem Fall einen Buck. Da gibt es ja zum Beispiel solche fertigen Buck-Module, Step-Down-Module, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Und da kriegen wir relativ flott und effizient 8,4 Volt auf 3,3 Volt. Oder ist es vielleicht doch nicht so effizient? Da gibt es nämlich einen kleinen Fallstrick. Der AVR hier, der macht ja nicht das Klassische, was wir eigentlich haben, nämlich einen Prozessor, der rechnet, sondern der hier, der, was weiß ich, der ist irgendwie 20 Sekunden aus. Und danach vielleicht für 2 Sekunden an. Das heißt, ein Großteil der Zeit, die verbringen wir im ausgeschalteten Zustand und da reden wir von ein paar Mikroampere, die der nur zieht. Wenn wir aber einen Schaltregler holen, ja, Schaltregler haben einen kleinen Prozessor drauf, der diese Taktraten erzeugt. Wir erinnern uns, Schaltregler, die schalten ja die Spannung ständig an und aus und haben dann hinten dran irgendwie eine Art Kondensator oder meistens Spule und Kondensator hintereinander. Und deswegen kommen wir dann hier, wenn wir da jetzt weiterführen würden, nicht auf dieses An-Aus, sondern der würde auf irgendeiner mittleren Spannung dann seinen Wert ausgeben. Aber dieses An-Aus, das, wie gesagt, das muss ja irgendwo herkommen, deswegen gibt es da einen Prozessor in den Schaltreglern und der braucht Strom. Und deswegen sind die hier in dem Fall nicht ganz so ideal, weil, wie gesagt, der Stromverbrauch relativ hoch. Also haben wir schon mal klar, Schaltregler, nope, sollte nicht sein. Nächste Idee. Hey, komm, wir holen einen Linearregler. Einfach hier einen AMS 1117 und dann legen wir den da rein. Ist doch kein Problem. Ja.
Leider nur in der Theorie. Der AMS 1117, auch kein schönes Design. Wenn der keine Last hinten dran hat, braucht auch der einiges. Also auch der AMS 1117 eher nicht. Wir sollten irgendetwas holen, was diesen Ruhestrom extrem gering hat. Der hat natürlich auch einen Fachnamen, den da, ich versuche es nicht auszusprechen, ich mache es eh immer falsch. Das heißt, wir sollten entsprechend einen Linearregler suchen, der aber einen geringen Ruhestrom hat und den bauen wir dann entsprechend hier dazwischen. Und so kriegen wir das Ganze dann schön hin. So, viel besser, ne? Jetzt haben wir nur noch ein paar Mikroampere Strom. Ha, Moment mal. Wofür brauche ich die paar Mikroampere eigentlich? Normalerweise geht man ja hin und sagt dann zum Beispiel, okay, da läuft ein interner Timer und nach, was hatten wir gesagt, 20 Sekunden, da lassen wir den hier aufwachen. Können wir tun, braucht aber Strom. Und wieso sollte ich alle 20 Sekunden aufwachen, wenn wir was anderes haben, was alle 20 Sekunden blinkt? Ja, wir haben die LED vom Rauchmelder, die regelmäßig blinkt. Das heißt, wir können schon mal den internen Timer, also hier machen wir mal unsere Stopwatch, die können wir schon mal komplett ausschalten und so nochmal ein bisschen was an Strom sparen. Und wir wachen dann nicht mehr auf nach Zeit gesteuert, sondern wir wachen auf, wenn die LED blinkt. Das hat sogar zwei Vorteile. Zum einen, wir kriegen externen Takt, weil wie gesagt, so alle 20, 30 Sekunden blinkt die ja. Und wir haben den zweiten Vorteil, wenn Alarm ist, dann blinkt sie ja auch schneller. Das heißt, wir würden bei einem Alarm direkt aufwachen und hätten nicht diese Verzögerung, bis die interne Uhr dann uns aufweckt. Ich habe dann noch kurz überlegt, ob es Sinn macht, den kompletten Strom vielleicht über einen Transistor vorne abzuschalten, sodass sogar der Linearregler und so weiter aus ist und der erst durch die LED aktiviert wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Ende mehr Strom brauchen, als wir dadurch sparen. Denn ja, wenn ich den Mikrocontroller komplett ausschalte, kann ich auch den RAM nicht mehr benutzen, um zum Beispiel zu zählen, dass ich nur, was weiß ich, alle 10 Mal blinken eine Funkkommunikation aufbaue. Könnte man zwar sicher durch einen separaten RAM-Chip machen oder das interne EEPROM nutzen, aber alles mehr Aufwand und ich schätze mal, das wird sich so nicht lohnen. Das heißt also, ich plane jetzt erstmal so, dass hier dieses LED-Signal einfach über einen Interrupt läuft und den Controller dann darüber wecken kann. Ja, viel geplant, aber immer noch nicht genug. Ich meine, ich habe zwar schon mal angefangen, habe hier so eine Platine gemacht, habe noch ein paar Sachen umgeschmissen. Zum Beispiel hier ist jetzt auf der Platine noch ein DS18B20 vorgesehen, sodass in jedem Rauchmelder auch noch ein Temperatursensor drin ist. Kann ja ganz hilfreich sein. Aber es sind immer noch Dinge, die ich am Austesten bin und am Umwerfen bin. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also hier ist zum Beispiel noch dieses Power-Down-Ding da mit dem Ausschalten drauf. Das werde ich wieder wegmachen. Werde stattdessen das so machen, dass der Mikrocontroller das Funkmodul zumindest ausschalten kann. Dass wir das nicht in den Füßen haben. Jedenfalls bisher der Plan so. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke mal, so in ein paar Wochen, da werden wir dann gucken, was hier rausgekommen ist. Ihr werdet es natürlich hier auf dem Kanal sehen und natürlich auch drüben dann auf GitHub oder sowas und auf meiner Seite. Und mit etwas Glück kommt dann am Schluss so eine kleine Platine bei raus, die ich in den Rauchmelder mit relativ wenig Aufwand einsetzen kann und danach dann ja eine Funkkommunikation habe mit einer Zentrale und so meine Probleme lösen kann. Also noch einiges zu machen, bis dass das Ding lauffähig ist. Aber ich bin guter Dinge, dass wenn mal alles zusammen ist, wird das irgendwie schon so hinbekommen, dass es tut, was es soll.